Das ist Johannes Schlüter. Er leitet bei der AfD den Bereich professionelle, parteispezifische, ganzheitliche Datenverarbeitung. Wir begleiten ihn auf seiner Wahlkampftour mit dem Motto »Rechts hat Vorfahrt«. Wissenschaftler haben 242 Pressemitteilungen der AfD zum Thema Kriminalität in Deutschland ausgewertet. Wenn die AfD bei Tatverdächtigen die Nationalität nennt, seien dies zu 95% Ausländer. Das ist eine Panikmache. Nein, das ist Statistik. Da können Sie gerne unser Milchmädchen fragen. Habe ich ausgerechnet. Schauen Sie mal hier, die polizeiliche Kriminalstatistik. Tatverdächtige, nicht deutsch. Der Balken ist riesig im Vergleich zu den Deutschen. Aber Entschuldigung, Ihre Perspektive ist total verzerrt. Wieso? Das ist rechter Winkel. Robert, kommst du mal rum, bitte. Nicht-Deutsche 34,5%, Deutsche 65,5%. Bitte. Also Statistik ist im Grunde genommen wie eine Speisekarte. Also jeder guckt sich das alles an, sucht sich dann aber nur das aus, was ihm gefällt. Wir könnten auch den ganzen Tag Pressemeldungen über rothaarige Bügeleisenmörder rausgeben, aber der messerstechende Ausländer verkauft sich einfach besser. Oh, Shitstorm. Silvio, schreibst du was? Jawohl. Ist das Ihr Redenschreiber? Nein, das ist unser Ausredenschreiber. Also wenn mal wieder ein Parteikollege was Unbedachtes postet. Also Ihre Skandaltaktik ist schon ziemlich durchschaubar, ne? Erstens, kalkulierten Tabubruch begehen. Ein Volk, ein Reich, kein Syrer. Was? Zweitens, Shitstorm abwarten. Drittens, alles bestreiten. Mach ich doch gar nicht. Viertens, sich nicht mehr so gut erinnern können. Woran denn überhaupt? Fünftens, halbherzig zurückrudern. Sechstens, Opferrolle. Also solche Vorwürfe, die tun mir persönlich auch weh. Als Mensch. Johannes Schlüter. Ein Mann macht der AfD die Welt, wie sie ihr gefällt.